Na, egy picit még türelmeteket kérem, amíg ezt ide behelyezem már. Csak online csatlakoznak be, reméljük. Még vannak kint egy páran a... Zsuzsa, kiszóljak, hogy jöjjenek be, kollégák? Igen. Csak szólok, hogy elkezdeném. Pontosan kell az online résztvevők miatt. Semmi baj, tehát nem. Jó napot kívánok. Addig vannak ismerős arcok. Igen. Olyan jó, igen. Adok egy névjegyet gyorsan, és elnézést csak az online résztvevők miatt el kell kezdeni. Elkezdhetjük akkor? Igen. Jó. Oké. Also wir fangen einfach an. Es gibt sicherlich einige, die später kommen, aber kein Problem. Aber wir haben auch Online-Gäste heute und hoffentlich sitzen sie schon vor ihrem Computer und wir möchten ihnen die Zeit nicht rauben. Ja? Mein Name ist Anna Peresch und ich präsentiere Ihnen, euch, können wir du zueinander sagen, wir sind ja Kollegen, also für mich ist das mehr einfach und mehr natürlich, weil wir ja auch, wie gesagt, Kollegen sind. Hoffentlich sind die Online-Gäste damit, die Online-Kollegen auch einverstanden. Ja? Deswegen müssen wir uns ziemlich genau an der Zeit halten. Ja? Ich werde oft die Uhr checken. Ja? Gut. Einige Informationen kurz am Anfang und dann fangen wir richtig an. Ja, wir haben einige administrative Angelegenheiten, Aufgaben, die machen wir, einen Teil erledigen wir in der Pause und die weiteren Papiere, insgesamt drei, wenn ihr damit einverstanden seid, machen wir am Ende der Präsentation. Das heißt, ich mache 15 Minuten früher Schluss. Und dann, ihr könnt mich auch fragen und wir erledigen auch diese administrativen Papiere. Gut? Okay. Ich habe ganz, ganz viele Bilder für euch heute vorbereitet. Ich schlage euch vor, aber natürlich, das ist nur ein Tipp,
keine Notizen zu machen. Natürlich könnt ihr, aber ihr bekommt diese Präsentation zugeschickt. Ja? Es enthält viele Informationen, viele Videos, Hörtexte, Bilder, Films, ja, die man auch im Nachhinein zu Hause nochmal sich angucken kann. Ist mehr praktisch, das einfach bei euch zu haben. Ja? Einigermaßen ist dieser Stoff auch als Handout gedacht. Ich werde nicht immer so einfach detailliert über bestimmte Themen reden. Ja? Wenn es nicht so interessant ist, dann lasse ich das einfach weg. Aber die Information ist für euch da, auch im Nachhinein darauf zurückzukommen, ja? Und euch die Informationen einzuholen. Also, Präsentation und Handout zugleich. Gut, am Anfang, ganz kurz möchte ich euch über die Struktur reden. Am Anfang reden wir über Lehrmaterialien, Kursbücher, Übungsbücher dazu. Ja? Damit ihr darüber im Klaren seid, welche Werke wir im Portfolio haben, welche neu sind. Wir haben natürlich eine sehr, sehr breite, große Auswahl. Man musste sehr, sehr stark sortieren und reduzieren. Ja, aber das ist eine Kostprobe. Ich möchte euch zeigen, worauf ihr alles zurückgreifen könnt, ja, und wozu ihr Zugang habt bei uns. Wir haben auch einen Vorstellungsraum beim Glatt Verlag, wo ihr jederzeit ganz herzlich eingeladen seid. Ja, ihr könnt euch da schön hinsetzen und umgucken. Das ist eine andere Situation, wenn man die Bücher in die Hände nehmen kann. Ja, aber hoffentlich kann ich euch heute einen Blick darüber geben, was wir zu bieten haben. Also Lehrwerke zuerst. Ganz besonders drei neue Lehrwerke. Ein Rotschuh haben wir im Frühling, Winter zu diesen drei Neuheiten auch gemacht, um die Bücher einzuführen. Ja? Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, ein Musterexemplar von uns, von einem Buch der drei Bücher zu bekommen. Das machen wir auch am Ende. Ja? Das ist ein Teil der Administration, aber ihr habt die Möglichkeit, jetzt so zuzuhören, was mir am besten praktisch wäre. Gut, dann reden wir auch über unsere digitalen Möglichkeiten. Also es gewinnt immer mehr an Wichtigkeit, digital einfach in der Schule, sowohl klassisch als auch in den Sprachschulen da zu sein. Ich möchte auch ein paar Worte über die Sprachprüfungsvorbereitung dann fallen lassen, über berufliche Sprache, Fachsprache, welche Möglichkeiten wir dazu bieten, Fertigkeitstrainer, ja, Bücher zur Förderung bestimmten Fertigkeiten, Fähigkeiten. Gut, und jetzt fangen wir so richtig an. Ja? Ich habe für euch einen kurzen Film vorbereitet und ich will das nicht allzu sehr interpretieren. Ja? Hoffentlich ist es dann klar, welchen Zusammenhang das mit uns hat. Die hat einen besonders hohen Hyaluronanteil, es stoppt den Hautalterungsprozess und verfeinert das Hautbild. Und sie riecht auch angenehm. Mhm, stimmt. Nicht so stark parfümiert. Hat die Lichtschutzfaktor? Nein, die jetzt gerade nicht, aber diese hier und die hier auch. Boah, ist so schwierig. Die zeigen jetzt seit einer halben Stunde alle möglichen Cremes. Aber woher weiß ich denn, welche davon ja jetzt wirklich was bringt? Weiß ich zum Beispiel die hier. Was kostet die? Die liegt bei 139 Euro. Das war ganz schön happig. Da würde ich meinen. Wenn ich wüsste, dass sie wirklich hält, was verspricht, dann wäre es mir das Geld ja wert. Die hat ihren Preis ganz klar, aber die ist wirklich die Beste. Da spürt sie schon nach einer Woche, dass die Falten weniger werden. Und sie sehen direkt jünger aus. Die Creme ist toll. Ich habe die auch. Ach echt? Und warum benutzen Sie die denn nicht?
Okay, also in der Hoffnung, dass man auch so arbeiten kann, dass das auch sichtbar ist, möchten wir dann jetzt über Lehrwerke reden. Ja? Ich möchte die Online-Teilnehmer jetzt auch darum bitten, zu Hause bei der Präsentation dieser Hörtexte und Videos auch an der Stelle zu starten, wenn das jetzt, ich weiß nicht, wie technisch das am besten ist, aber zu Hause ist das auch zu starten. Ja? Und ihr könnt das dann später auch mal beliebig oft angucken. Ja, ich sage es nochmal, wir arbeiten daran, dass das wirklich zu Ergebnissen führt, was wir machen als Lehrer. Ja? Und in einem ersten Schritt möchte ich euch gerne sozusagen den philosophischen Hintergrund bei den Werken reden, die bei dem Klett Verlag erscheinen und erschienen sind. Oft sehen sie wirklich ganz, ganz verschieden aus. Ja? Haben verschiedene Sprachniveaus, verschiedene Zwecke, aber der Hintergrund ist immer gleich und wird alles wirklich immer sehr sorgfältig und von Fachteams für euch geschrieben, für uns und für die Lerner auch. Einige Prinzipien habe ich euch zusammengesammelt, die dabei ganz besonders wichtig sind. Vor allem natürlich, dass der Schüler, dass der Lerner im Mittelpunkt steht. Und alles, was er lernt, auf sich selbst beziehen kann. Ja? Ab sofort kann er darüber reden, sprechen, welche Wünsche, Abneigungen, Ziele, Träume und so weiter er in Bezug auf einen Inhalt hat. Aber darüber hinaus ist es ebenfalls so wichtig, dass die Kommunikation, die Anwendung im Mittelpunkt steht. Ja? Das heißt, man arbeitet nicht mit Übungen und nicht mit Aufgaben, die so nach Lehrwerken riechen, sondern man zeigt immer einen authentischen Kontext, wie das wirklich im realen Leben auch ist und als ob man in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz wäre. Und die Aufgaben werden diesen situativen Aufgaben angepasst. Ja? Mehrsprachigkeit ist heute ein Modewort. Ja? Es kommt oft im methodischen Ansatzdiskurs zum Wort. Hier denkt man daran, dass man Zeit sparen möchte, auch im Unterricht. Besonders bei den Sprachschulen, viele von euch unterrichten wahrscheinlich auch in Sprachschulen, ist die Stundenzeit ziemlich begrenzt. Ja? Also mein Raum, meine Möglichkeiten werden auf 30, 60 Stunden begrenzt. Und dann muss ich mit der Energie und mit der Zeit ganz hart sparen. Ja? Und Mehrsprachigkeit kann oder die Ergebnisse der Mehrsprachigkeitsforschung können in dieser Hinsicht uns zu Hilfe kommen. Ich kann nämlich auf den Ergebnissen aufbauen, die man sich bei dem Erwerb sowohl der Muttersprache, sei es Ungarisch, oder beim Erwerb der ersten Fremdsprache, zweiter Fremdsprache und so weiter, schon angeschaffen hat. Ja? Nur hinweisen und dann spart man Zeit. Ja, und die heutigen Ergebnisse von wichtigen Forschungen zeigen, dass es sich nicht mehr lohnt, und hier denke ich in erster Linie an Grammatik, sehr, sehr große Systeme aufzuzeigen. Also ich ertappe mich als praktizierende Lehrerin oft dabei, was weiß ich, wenn Akkusativ ins Bild kommt oder in Frage kommt, dann sofort das ganze System aufzuzeigen. Ja? Genitiv, Dativ, dann eine schöne Tabelle, Maskulin, Feminin. Ja? Nein, lassen wir das, sparen wir auch mit der Energie und mit der Zeit und lassen wir die Schüler grammatische Erscheinungen selbst entdecken. Ja? Aus ökonomischen Gründen ebenfalls. Wichtig ist, Thema bestimmt Struktur
und Funktion bestimmt die Form und nicht umgekehrt. Ja? Das heißt, es lohnt sich wiederum nicht, durch alles bestimmte methodische Ansätze zu verfolgen, ja? Sondern was möchte ich und dementsprechend die Mittel aussuchen, die dabei am meisten praktisch sind. Ja, und wir sind sofort bei den Lehrwerken. Zuerst haben wir wirklich eine sehr, sehr große Auswahl. In einem ersten Schritt habe ich euch zwei Klassiker vorbereitet und nachher komme ich zu den neuen Lehrbuchfamilien. Ja? Netzwerk wird mit Erfolg bei vielen Sprachschulen benutzt, ist für Erwachsene gedacht. Ja, gezielt für Erwachsene, zum Beispiel Goethe-Institut arbeitet erfolgreich mit dieser Serie. Dieses Lehrwerk ist ein Lehrwerk für Anfänger, also ohne Vorkenntnisse und führt zu B1. Vielleicht kennen einige von euch die Bände. Ja? Nachher können wir auch darüber reden. Was hier erwähnenswert ist, dass es hier gelungen ist, klassische und moderne Trends miteinander zu verknüpfen. Viele Lehrer sind gewohnt, im klassischen Sinne die Aufgaben nacheinander zu nehmen. Die Struktur genommen passt das wirklich ganz super, aber es gibt dazu wirklich auch moderne Mittel als Ergänzung. Viele digitale Lösungen, aber was ich ganz, ganz süß und besonders interessant finde, dass es einen Film, auch im DVD erhältbar, gibt, wo die Heldin auch ein Facebook-Profil hat. Ja, real, wirklich. Es wird bewahrt, es werden Antworten gegeben, man kann fragen und es gibt zwei Kanäle. Eine Facebook-Seite für die Lehrer, ja, in methodischen, fachlichen Fragen kann das interessant sein. Es gibt auch Tipps und auch für die Lerner. Ja? Und dieser Film den die Schüler und die Lerner sowohl als auch haben, kommt auch in den Aufgaben beim Buch vor. Ja? Die Themen inhaltlich, sprachdidaktisch sind mit den Aufgaben da verzahnt. Ja? Ich zeige euch, wie das in Facebook aussieht. Ja? Also wie gesagt, bestimmte Bilder lasse ich überspringen. Ihr könnt die Inhalte dazu euch später angucken. Hier da hinten sieht man das vielleicht nicht so toll. Ja, wegen den kleinen Buchstaben hier, kein Problem. Hier ist das Thema, wir wollen uns einen Hund kaufen. Ja, was denkt ihr über Haustiere? Das ist für die Schüler. Und dann sie haben die Möglichkeit, in einem realen Chat ihre Meinung dazu zu sagen. Es kann auch korrigiert werden. Und sie haben wirklich Partner beim Sprachlernen. Ja? Die Situation nähert sich dann wirklich der Realität, der Wirklichkeit, als ob man die Sprache auch jetzt lernen würde. Ja? Oder im muttersprachlichen Kontext. Ja? Es gibt viele, viele, viele Themen. Ja? Und man kann dazu ihre Meinung sagen. Das ist schon für die Lehrerseite, Tipps. Tipps, Vorschläge, Ideen. Ja, hier, Sie suchen noch eine Idee für Schreibtraining auf B1-Stufe. Ja, und dann ein Vorschlag, Gruppengeschichte. Ja, also eine Möglichkeit wird hier einfach den Lehrer vorgeschlagen und das kann auch diskutiert werden. Oder noch ein Bild, szenisches Lesen als methodische Möglichkeit. Ja? Das ist eine tolle Idee, finde ich.
Natürlich wird in unseren allen Büchern auf irgendeine Weise für eine Sprachprüfung vorbereitet. Ja? Logischerweise sind das einsprachige Prüfungen, TELTS, Goethe, ÜSD, zu verschiedenen Niveaustufen. Ja? Meist ist das integriert auch in diesem Buch. Ja? Noch ein Klassiker, Aspekte neu, ist auch für Erwachsene. Ja? Vor allem habe ich jetzt für euch Bücher für Erwachsene vorbereitet, nicht nur, auch für Kinder. Ihr werdet das jetzt im Verlauf der Präsentation noch miterleben. Aber Aspekte neu ist auch ein Lehrwerk, Familie mit Erfolg. Ja? Das ist schon auf Mittelstufe und führt zur Oberstufe, ja, von B1 bis zur Stufe C1. Man kann sowohl modular als auch linear oder gemischt damit nach vorne kommen. Also der Lehrer bekommt einen tollen großen Raum für Möglichkeiten. Hier ist es auch das Ziel, so authentisch zu sein wie nur möglich. Sehr viele Hörtexte, echte landeskundliche Themen, Films werden hier auch eingebaut. Ja? Digital gibt es auch natürlich immer Lösungen zu allen Lehrwerken, immer mehr tief und immer mehr verbreitet. Ja? Und jetzt sind wir schon bei den neuen Lehrwerken, die wir wirklich ganz aktuell für den Unterricht anbieten und für alle Stufen und für alle Altersgruppen. Ja? Ich fange, vielleicht kennen schon einige von euch die Deutschprofis. Wir haben schon, wie gesagt, im Roadshow darüber gesprochen. Die Deutschprofis ist für Kinder ab 8 Jahren. Natürlich heißt das nicht, dass man nur mit 8 Jahren damit anfangen kann, plus minus ein paar Jahre. Ja? Aber für die Kleineren. Die Themen, die Bilder wurden dieser Altersgruppe angepasst. Das Lehrwerk wurde vom das neue Neutschmobil inspiriert. Kennt ihr das vielleicht? Ich weiß nicht. Willy Frosch ist weg. Ja? Aber es gibt neue Figuren, die jetzt da uns durch das Buch begleiten. Ja? Oder die Kinder. Zuerst möchte ich euch über die Komponenten reden. So sieht das Buch aus, das Kursbuch. Ja? Und das Übungsbuch ergänzt das wirklich ganz toll. Die sogenannten Profiseiten in diesem Lehrwerk, die immer am Ende jeder Lektion stehen, dienen zur Binnendifferenzierung. Ich habe für euch ganz, ganz viele Beispiele, konkrete Aufgaben aus dem Buch vorbereitet, ja, damit ihr das wirklich sehen könnt, wie das aussieht. Und die letzten Aufgaben auf diesen Profiseiten sind mehr komplex. Also ich kann das Schülern anbieten, die eventuell nach besser oder nach vorne gelaufen sind. Natürlich kann ich mit diesen Aufgaben aber auch wiederholen oder darauf später zurückkommen. Ja? Also dieses Lehrwerk, die Aufgaben im Übungsteil, dienen sozusagen als eine Fundgrube. Ja? Bestimmte Fertigkeiten, Fähigkeiten werden von vielen, vielen Seiten her angenähert und der Lehrer hat freie Wahl, für sich auszusuchen, was mir passt, was der Gruppe passt, was uns eine Einheit passt. Ja? Natürlich nicht alle Aufgaben müssen der Reihe nach genommen werden, sondern es gibt die Möglichkeit, so spielerisch wie nur möglich eine freie Wahl zu treffen. Ja? Viele Bilder, viele Spiele und viele, viele
authentische Texte charakterisieren dieses Lehrwerk. Ja? Nach 6 Lektionen gibt es immer eine Wiederholung und es gibt noch dazu die Möglichkeit, die Schüler von so klein an schon auf ihre Mitverantwortung aufmerksam zu machen. Ja? Ich, Buch und Portfolio ist auch ein Modewort und ganz aktuell für euch als praktizierende Pädagogen. Ja? Hier dient es einfach nur dazu, dass die Kleinen mal wirklich bewusst fühlen, ich muss auch arbeiten, um zu einem Ziel zu kommen. Ja, ich als Lehrer kann mein 50% geben. Ja? Wenn man das früh lernt, dann ist das später auch schon natürlich. Ja? Beim Ich-Buch können Sie alle Informationen zusammensammeln. Was kann ich schon? Das habe ich gelernt. Da muss ich noch was lernen. Ja? Also das ist einfach ein Feedback für sich selbst. Was ich ganz toll finde, ist das Wörterheft. Und zwar, weil es in 3 verschiedenen Spalten wirklich mal wieder viele Möglichkeiten öffnet. Ja, in der ersten Spalte steht das Wort selbst mit Betonung markiert, also die Betonung wird auch markiert. Hier in der mittleren Spalte findet man das gegebene Wort im Kontext. Ist klar, warum das gut ist, das brauche ich euch nicht zu erklären. Und in der 3. freien Spalte haben die Kinder Raum für die Entfaltung ihrer Kreativität. Ja? Ihr könnt sie natürlich auch mal ein bisschen in die Richtung drücken, schreib deinen eigenen Satz oder zeichne etwas Schönes. Zum Beispiel hier bei den Farben einen tollen roten Apfel, eine schöne gelbe Zitrone oder was weiß ich, ja, was Ihnen eben einfällt. Am besten nichts sagen, sondern lassen, dass Sie damit machen, was Sie möchten. Es kommt darauf an, dass Sie damit arbeiten, ja, und dann bleibt das Wort auch mal wahrscheinlich mehr im Kopf, ja. Man gibt die Möglichkeit. Lehrerhandbuch ist auch ein Teil des Lehrwerkes. Und wie gewohnt, Kopiervorlagen, landeskundliche Hinweise, Tipps, Ideen sind da zu finden. Aber auch die Tests, ja, die sind auch da gegeben. Man soll das nicht selbst zusammenstellen, sondern die Aufgaben zur Kontrolle stehen da frei zur Verfügung. Online ist alles wirklich absolut modern vorbereitet. Für die E-Tafel kann man sowohl das Kurs- als auch das Übungsbuch verwenden. Man kann da im Buch blättern. Im 2. Block bei den digitalen Möglichkeiten zeige ich euch ganz detailliert, wie das aussieht. Ja? Ich zeige euch, wie diese Versionen, digitale Versionen aussehen. Ja? Online-Tests, das heißt, hier werden die Kinder auch interaktiv korrigiert. Falsche Lösungen, richtige Lösungen werden angezeigt, ist ein guter Raum für Einüben bestimmten grammatischen oder lexikalischen Einheiten. Ja? Man kann das beliebig oft machen, ist auch eine Möglichkeit, nur die Problemfälle zu besprechen. Ja? Klett Augmented ist eine kostenlose Applikation bei Klett. Darüber werde ich noch detailliert reden. Hier, ja, nach 25 Minuten ungefähr, führe ich das ein, um euch zu zeigen, durch diese Applikation können alle Informationen, Hördateien, Videos, Online-Wörterbücher erreicht werden. Das ist eine große Hilfeleistung für euch.
Später zeige ich euch auch einen kurzen Videofilm dazu, wie das läuft. Aber wir können am Ende in diesen erwähnten letzten 15 Minuten das auch mal noch diskutieren. Oder ich kann das euch zeigen auf meinem eigenen Handy, wie das aussieht. Ja? Aber wir kommen darauf noch zurück. Ist eine tolle Sache, eine ganz, ganz tolle Sache und kommt noch. Beispiele, ja, konkrete Beispiele aus dem Werk, aus dem Lehrwerk. Ja, ich zeige euch, wie ihr seht, die Lektion 3 mit dem Thema Hobbys, Freizeitaktivitäten und in diesem grünen Stern da rechts, ja, sieht man, was man hier alles lernt. Und das sieht immer so aus. Ja, am Ende können die Kinder Aktivitäten benennen, über Hobbys reden und ganz sicher bis 10 zählen. Ja? Durch viele Aufgaben wird das gesichert, wie ihr das seht. Wir gehen der Reihe nach. Ich zeige euch zuerst mal eine Doppelseite immer. Ja? Es sieht im Buch so aus, ist ziemlich klein so, da hinten ganz besonders stark. Aber wir gehen von Aufgabe zu Aufgabe diese Möglichkeiten durch. Ja? Erste Aufgabe sofort. Hier sieht man reale Kinder. Das ist auch ein Hörtext. Wie gesagt, es gibt tausende von Hörtexten sofort da, um die Intonation, die richtige Aussprache von Muttersprachlern, von realen Kindern zu bekommen. Ja? Und man soll dann die Freizeitaktivitäten mit konkreten Gesichtern paaren. Ja? Oder eine weitere Aufgabe, kurz gibt es einen Dialog, aber dann steh auf im Klassenraum, geh mal durch die Klasse und frag deine Mitschüler, was machen sie gern. Die Schüler können Notizen machen und dann mit diesem geringen Wortschatz sind sie schon am Anfang in der Lage, Vergleiche zu ziehen, Gegensätze auszudrücken. Das finde ich ganz besonders toll. Ja? Wie in der Realität, das brauchen wir immer. Ja? Oder bestimmte Aufgaben gehen schon in Richtung Dramenpädagogik. Das werdet ihr noch sehen. Hier zum Beispiel macht eine Bewegung dazu. Ja? Okay, die Kinder werden dadurch erfrischt, immer aufstehen, ein bisschen spazieren, sich bewegen. Dazu soll der Lehrer ein Gefühl haben, in welcher Klasse, mit welchen Kindern ist das gut und führt zum Ziel. Also Dramenpädagogik hat tolle Möglichkeiten, wirklich, aber nicht immer funktioniert das einwandfrei. Ja? Das soll ich abchecken. Ja? Bei Kindern, die nicht so offen für solche Möglichkeiten sind, da darf man das nicht aufzwingen. Okay? Aber für euch ist das eine Möglichkeit. Wie gesagt, das ist eine Fundgrube von Möglichkeiten. Ja, hier soll man X machen bei bestimmten Möglichkeiten. Wortschatzübung, wie ihr seht. Ganz, ganz viele relevante Wörter, Ausdrücke stehen da. Und was ist für mich und für meinen Partner, für meinen Mitschüler charakteristisch? Und am Ende kann man auch mal einen tollen Vergleich machen. Beide machen das gern. Ich, er, ja, oder keiner von uns. Ja, Vergleichspiele vergleichen. Aber wie gesagt, bei der Aufgabe 6 kommt ein Pantomimspiel vor. Entweder nehme ich das oder nicht. Kann schon gut ankommen. Ich habe euch erwähnt, von vielen, vielen Seiten hier wird ein Wortschatz, ein Thema angesprochen.
noch weitere Möglichkeiten, Würfelspiel oder einfach von den Bildern ankreuzen, was für mich zutrifft, was nicht. Sie können das auch mal ausmalen, ja, dann ist das noch mehr interessant. Aber was hier wichtig ist, hier bei der Aufgabe 5 kommen Sie schon bei der Aufgabe an, dass Sie auch einfache Sätze produzieren sollen. Ja, also die Schritte werden immer eingehalten. Zuerst mal zeigen wir die Sachen, dann üben wir ein und am Ende soll das auch reproduziert werden. Ja, selbstständig auch mal gebaut werden können. Ja, eine weitere Doppelseite. Zum Beispiel hier sieht man ein Tableau. Wieder ein Hörtext und bestimmte Aktivitäten. Aber ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass man das in der Klasse selbst auch macht, in Form einer Projektarbeit. Und dann hat man wirklich viel, viel Spaß. Und kein Problem, wenn keine realen Fotos zur Verfügung stehen. Die Kinder können einander auch zeichnen. Und das ist auch toll, das an die Wand zu hängen und dann sehen Sie, dass das haben wir gemacht. Ja? Ein Beispiel, jetzt darüber hinaus, dass es hier wiederum einen Hörtext gibt mit Geräuschen und die Kinder sollen darauf kommen, welches Geräusch zu wem passt. Ja? Aber Grammatik. Ich habe euch gesagt, ohne Systematisierung wird Grammatik behandelt bei den Kindern oft, ja, aber wie ihr das seht, die zwei Beispielsätze, das ist Hanna, sie reitet und das ist Leon, er macht Karate mit verschiedenen Farben, zeigen ganz deutlich visualisiert, Rot steht für Mädchen, Blau steht für Jungen, das können die Kinder dann in ihrer eigenen Realität in der Klasse dann einüben. Ja, das ist Peter, er, was weiß ich, reitet gern. Ja, aber dann habe ich schon Grammatik gezeigt. Ja, wie gesagt, ich habe für euch viele, viele Hörtexte und Videos vorbereitet. Ja, wenn jemand jetzt zu Hause die Präsentation online verfolgt, soll mit mir parallel diese Hörtexte auch öffnen. Ja? Zuerst möchte ich euch zeigen, das ist auch eine tolle Gelegenheit, Phonetik den Kindern beizubringen auf eine spielerische Art und Weise. Hier gibt es bestimmte verschiedene Symbole, Herz, Stern, Mond. Dadurch kann man ihnen zeigen, dass es doch einen sehr großen Unterschied zwischen E und E und I geben kann. Ich zeige es euch einfach. Finn singt. Lisa spielt. Tim schwimmt. Richtig? Wer klettert gern? Ben! Bitte nicht singen, ich telefoniere. Ja? Okay, weitere Möglichkeiten noch. Vielleicht kennt ihr die Satzmaschine. Ja, dazu braucht man nur einen Karton, so schön ausgeschnitten. Und den aktuellen Wortschatz kann man dadurch sehr gut trainieren. Dazu kommt noch, dass ich bestimmte grammatische Erscheinungen, wie zum Beispiel den festen zweiten Platz des Verbs im Aussagesatz auch zeigen kann. Ja, oder ich kann das auch mal erweitern und Fragesätze und so. Ja, ihr seht die Möglichkeiten, das soll ich auch nicht allzu sehr interpretieren. Ja? Forschungen zeigen, dass bestimmte grammatische, nein, überhaupt im Allgemeinen. Forschungen zeigen, dass grammatische und lexikalische Strukturen viel mehr besser im Kopf bleiben, wenn man sie durch rhythmisierte Texte lernt. Ja, Rhythmus hilft,
dabei, um bestimmte Sachen im Kopf zu behalten, zu festigen. Dieses Lehrwerk baut wirklich auf diesen Ergebnissen. Ja? Ich zeige euch ein Beispiel und öffne noch einen Hörtext für euch. He, e, he. Sprich mal I und E. Wer, wer, wer? Ich und du und er. He, he, he. Du und ich und sie. He und he und he. Das ist I und E. Ja, und die letzte Doppelseite zu den Zahlen. Ja, sieht so aus. Und jetzt nehmen wir die Aufgaben der Reihe nach. Ja, Hörtext. Ja, also Hören ist immer da. Man hört einen kurzen Text und die findet den kleinen Sinn dabei nummeriert. Und man soll die gegebenen Finger dann bewegen, wo man die Zahl hört. Ja. Ja, klassische Aufgaben wieder. Such bitte 7 Zahlen. Oder finde die Zahl, jetzt hier bei der Aufgabe 13, im Bild. Das kann man natürlich auch weiterführen. Zeichne eine schöne 8. Wie stellst du dir die Zahl 9 vor? Ja? Und wenn sie dazu auch ihre Kreativität geben, dann habe ich auch noch mehr Chancen, das Ihnen beizubringen, wie die Zahlen sind, aussehen. Ja? Ja, Zahlenschlange hier unten, oben ein Labyrinth, die konkreten Figuren laufen zu bestimmten Zahlen. Ja? Man soll das dann finden. Spiel, sehr viel Spiel. Ja? Und die erwähnten Profiseiten sehen so aus. Jetzt bekommt ihr konkrete Beispiele, Aufgaben dazu, wie diese Seiten zur Differenzierung aussehen. Wie ihr seht, hier wissen die Kinder noch nicht, ja, vielleicht nicht so sehr thematisiert, dass sie später einmal eine Sprachprüfung ablegen müssen oder Sprachprüfungen. Ja? Aber die Aufgabentypen widerspiegeln das schon auch in diesem Lehrwerk. Ja? Die Textsorten sind so gebaut, dass ihr zum Beispiel, wie ihr das hier seht, einen Schülerchat bekommen. Ja? In Sprachprüfungen ist das oft E-Mail-Chat, ja, ist schon der Fall. Hier sind die Aufgaben schon mehr komplex. Man vergleicht 3 Personen. Sucht dazu alle Informationen. Sie müssten jetzt wirklich in einem größeren System denken. Und das sind schon Texte, was ihr hier seht. Ja? Die Themen sind so ausgesucht, dass sie bei den Kindern in diesem Alter beliebt sind. Zum Beispiel Glücksbringer. Hier bekommt man 3 Beispiele dafür, aber natürlich kann man das auch individuell noch ergänzen und auf sich selbst beziehen. Oder Schulweg. Man bekommt 3 Beschreibungen, wie diese Kinder zur Schule kommen und hoffentlich kommen wir am Ende dort an, dass sie ihren eigenen Schulweg auch beschreiben können. Wäre toll. Ja? Comics sind auch liegen im Trend, ja, und in bestimmten Sprachprüfungssystemen kommen sie auch vor. Zum Beispiel im mündlichen Teil bei Euroexamen ist es eine Aufgabe, aufgrund von Bildern eine Geschichte zusammenzustellen und nachzuerzählen, ja. Hier sieht man das schon in Ansätzen auch. Grammatik. Ja, ich komme jetzt wieder mal darauf zurück, was ich am Anfang erwähnt habe, keine Systematisierung. Aber mit Hilfe der Visualisierung kann ich Ihnen den Prozess näher bringen. Ja, wie man sich eine konkrete grammatische Erscheinung oder Beispiel verstehen soll. Ich zeige das euch. Ja, es
gibt hier dazu ein Video. Es gibt animierte Clips zu verschiedenen grammatischen Themen in diesem Lehrwerk. Clip Lektion 12. Leo hat Ferien. Was macht Leo? Leo fährt nach Italien. Leo fährt zu seinen Großeltern nach Italien. Leo fährt im Sommer zu seinen Großeltern nach Italien. Leo fährt im Sommer zu seinen Großeltern nach Italien. Und im Winter? Im Winter baut Leo Raketen. Im Winter baut Leo mit Felix Raketen. Im Winter baut Leo mit Felix zu Hause Raketen. Ja, also das spricht für sich. Ja? Raps. Ja, als höchste Form vom Rhythmus. Ich zeige euch dafür auch ein Beispiel. Was machst du gern? Was machst du gern? Was machst du? Machst du? Machst du gern? Ich tanze gern. Ich tanze gern. Ich mache gern Karate. Aha. Ich male gern, ich male gern, ich spiele gern Gitarre. Ja, ja. Reiten, Skaten, Malen, Schwimmen oder Tanzen, das mach ich gern, das mach ich gern. Ja, 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 das machst du gern. Und du, und du, und du, und was machst du? Ja, also diese Form des Sprachlernens mögen die Kinder wirklich ganz bewiesen. Ja, spiele noch und da erscheint schon Landeskunde. Ja, Schultüte können wir nicht auslassen, war schon in meiner Kindheit auch so. Aber die Schultüte gibt es immer noch. Ja, also in der Realität ist es einfach so. Oder man kann einfach nur Bilder geben. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, in Ihrer Muttersprache geben Sie dazu eine kurze Präsentation, einen kurzen Vortrag. Aber dann gucken Sie nach, was diese Bilder ja, relevant sind. Gut, wir sind schon bei dem zweiten neuen Lehrwerk und das ist Aspekte Junior. Ja, Aspekte neu habt ihr mitbekommen jetzt. Aspekte Junior ist für junge Lernende im Alter von ungefähr von 14 bis 20, aber ab 14 Jahren. Natürlich mit der Flexibilität von plus minus 2-3 Jahren. Ja? Aber die Bilder, die Themen sind so konzipiert, dass sie dieser Altersgruppe relevant sind. Ja? Hier wird auch auf Sprachprüfungen vorbereitet, auf einsprachige Sprachprüfungen. Ja? Und zu diesem Lehrwerk gibt es auch alles.
Kursbuch, Lehrbuch, Lehrerhandbuch, alles digital. Auch online sind die Tests, Übungstests, Einstufungstests und natürlich auch die Kletter-Augmented-Applikation zu erreichen. Beispiele. Wie gesagt, dieses Lehrwerk startet bei B1+, ja, und führt zu C1. Es ist so neu, dass wir den Band C1 noch nicht haben, erst im Sommer kommt das in Stuttgart aus. Ja? Die roten, hier seht ihr das, die roten Informationen sind immer für die Lehrer gedacht und zeigen, was man da erreichen möchte, strategisch. Ja? Hier zum Beispiel mit Daten umgehen. Eine Grafik hier ganz konkret analysieren, aber natürlich nicht nur eine Grafik, sondern überhaupt dann mit diesem Wortschatz, das man analysieren kann, ja, mit diesem Wortschatz arbeiten kann. Hier wird auch Wortschatz angegeben, ja, der niedrigste Teil, der größte Teil, Gründe nennen, warum das so ist. Ja, Hörtexte sind hier auch sehr authentisch, immer. Und zu dem Hörtext in mehreren Schritten soll man dabei ankommen, dass man über das Thema auch diskutieren kann. Hier werden schon 4 Personen miteinander verglichen durch methodisch aufeinander abgestimmten Schritten, Aufgaben. Ja? Textsorte, Fachtext. Ja, zuerst bekommen Sie die Fragen zu einem Interview und dann sollen Sie, und das ist wieder mal ein strategischer Hinweis, Vermutungen sammeln. Dann sieht man schon mit den Augen eines Lehrers Futur 2. Futur 2, Konjunktiv 2 kommt jetzt hier ins Bild. Aber nachher bekommen Sie dann die Meinung eines Experten und man soll die Argumente daraus herausholen, damit einverstanden sein oder eben nicht und die eigene Meinung am Ende auch formulieren können. Das entspricht schon diesem Sprachniveau. Ja? Ich checke kurz die Zeit. Ja. Comics, Bildergeschichten werden hier natürlich auch angeboten aus den genannten Gründen. Ja? Ich möchte euch zeigen, wie Landeskunde in diesem Werk erscheint. Am Ende jeder Lektion gibt es einen realen Film von einem gegebenen Fernsehkanal gekauft. Ja? Also diese Filme wurden nicht gedreht für, was weiß ich, eine Lektion im zweiten Band, Thema Umwelt, nein, sondern man kaufte von einem realen gegebenen Kanal einen Film und konzipierte dazu die Aufgaben. Ja, und hier kann man den Schülern zeigen, so ist jetzt die Sprache, die gesprochene Sprache. Das findest du einfach jetzt, wenn du auf einem deutschsprachigen Gebiet bist. Ich zeige euch ein Beispiel, ja. Und das sind immer, diese Firmen sind immer landeskundlich relevant. Windewellen, Extremsport, Hochtrepper und Flotz mitten in der Großstadt. Das City-Surfen im Münchner Eisbach ist nur etwas für die ganz Harten. Für echte Perlen. Männer sind schon besser, oder? Frauen surfen auch gut, aber die Männer machen halt mehr so Tricks. Von wegen, dass es Tanja Thaler nicht auf sich sitzen. Seit 10 Jahren surft die 33-Jährige in Herzen Münchens raus aus dem Alltag und rauf auf die Welle. Also es ist ein Sport, es ist Freizeit, das ist runterkommen. Also für mich ist es wirklich im Kopf freikriegen. Freiheit, Schwerelosigkeit, Herausforderung. Es ist wie eine Sucht, sagt Tanja. Sie arbeitet als Sozialpädagogin, studiert an der Universität, verdient nachts als Türsteherin dazu und zieht ihren Sohn allein groß.
Der Tag ist durchgetaktet, aber für Surfen bleibt immer Zeit. Man baut alles andere drumherum. Also ich arbeite viel, ich spiele auch wieder, aber also Surfen muss sein. Mitten durch München rauscht der Eisbach. Hier unter der Brücke ist er nur etwa 10 Meter breit, eingefasst von Steinen und Betonwänden. Der Reiz an Extremen und die Gefahr surfen hier immer mit. Okay, also Bekanntschaft mit den Steinen macht jeder mal. Natürlich passiert Unfälle, aber die passieren in jeder Sportart. Längst ist die Welle an der Prinzregentenstraße eine Touristenattraktion und steht im Weg zum Reiseführer. Seit 35 Jahren bestaunen Besucher aus aller Welt die Münchner Extremsportler. Das ist eigentlich ziemlich surreal, dass da ein Surfspot mitten in der Stadt ist. Schon möglich, da reinzufallen. Die Straße wird allerdings gelassen. Einige genießen ihr Publikum, andere konzentrieren sich einfach auf den Flow. Am Anfang kommst du dir vor, wie so ein Affe im Zoo. Und irgendwann schaltest du es aber weg. Also ich muss erst sagen, ich bin ein Schisser, ich fahre immer noch mit Weste, obwohl ich jetzt wirklich schon kontrolliert falle. Und da schaue ich nicht auf die Touristen, da schaue ich auf die Welle und aufs Brett und die Steine sind nicht ganz ungefährlich. Ob Eis oder Schneeregen oder Hitze, die Stadtsurfer kennen kein schlechtes Wetter. Die Sucht nach der Welle überwiegt auch im Winter. Also ich war auch bei minus 8 Grad drinnen, aber da hat man die Welle versichert, das ist eigentlich ganz schön. Denn was zählt, ist das Eisbachgefühl, die Faszination am Surfen in der City und der Spaß am Sport. Ja, so soll man sich ungefähr einen Film hier in diesem Lehrwerk vorstellen, ja? Und die Aufgaben dazu. Ja, wieder rot, Hinweise für den Lehrer. Schritte zuerst mal sehen, darüber nachdenken, aber wir sollen am Ende darüber auch diskutieren können. Ja, der provozierende Satz am Anfang, die Männer machen das besser, ist an und für sich schon so provokativ, ja, dass man darauf noch vielfältig zurückkommen kann. Ja, und darauf eingehen kann. Ja, die Aufgaben sind dann zu diesen vier notieren, was man zu diesen Stichpunkten gehört hat. Ja, dann Ausdrücke klären und nach mehrmaligem Ansehen des Films soll man gelenkte Fragen beantworten können. Ja, Textverständnis. Lese-, Hörfertigkeiten werden miteinander wirklich gut verbunden. Ja, vielleicht haben wir noch wie 5 Minuten. Zum dritten neuen Lehrwerk, und das ist DAF-Leicht. DAF-Leicht eignet sich sehr super für Schüler, die Englisch als erste Fremdsprache gelernt haben. Ja, die so sozialisiert sind, dass sie zuerst mal mit dem Englischen konfrontiert wurden. Ja? Das ist ein Anfängerlehrwerk ohne Vorkenntnisse, mit einer neuen Konzeption, auch strukturell. Ja? Das Motto leicht für die Lehrenden und leicht für die Lernenden ist wirklich hier realisiert, wird realisiert. Für die Lehrenden ist es so einfach, daraus zu lehren. Stichwortartig werden hier wiederum rot, da oben die Informationen gegeben, wo man ankommen soll nach einer Einheit. Ja? Rot ist immer für den Lehrer. Und im Lehrerhandbuch ist das Bild der gegebenen Seite in der Mitte so klein hineinfotografiert und dann Pfeile von dort, ähnlich wie in einem Rezept oder Kochbuch, geben noch stichwortartig, wirklich in Stichwörtern, Tipps, Vorschläge. Also wenn man in der Pause 5 Minuten hat und einen Blick in das Buch wirft, dann weiß man, was man da erreichen kann und möchte. Für die Kinder
Ist das leicht, weil das Buch das Ziel hat, die Schüler nicht zu, ja, nicht zu sehr anzustrengen, sie nicht zu überfordern? Ja, in kleinen kommunikativen Einheiten kommt man nach vorne, aber in der Tiefe gibt es aber progressive Prozesse. Ja? Ja, die Navigation zwischen Kursbuch und Übungsbuch ist auch ganz einfach und eindeutig. Was die Grammatik betrifft, ist das ähnlich wie im Lehrwerk die Deutschprofis. Zur Grammatik gibt es animierte Clips, Rhythmusaufgaben, Rhythmusübungen, aber natürlich mit einem anderen Wortschatz, eher für ältere Kinder, für junge Erwachsene sozusagen. Ja? Okay, Landeskunde kommt nicht nur in den konkreten landeskundlichen Lektionen vor, sondern überall ist Landeskunde. Ja? Bildmaterial, die Themen sind auch landeskundlich kulturell konzipiert. Online natürlich alles erreichbar. Das Buch steht auf der Bücherliste, deswegen konnte sich der Verlag jetzt in diesem Fall leisten, alles, fast alles, also über das Übungs- und Kursbuch hinaus kostenlos den Pädagogen zu bieten. Ja? Das heißt, Hör- und Videodateien können kostenlos erreicht werden, wenn man auf der Webseite sich ja, jetzt die Dateien sucht, dann hier oben rechts findet man kostenlos, rot geschrieben, dann soll man wie bei einem allgemeinen Online-Kauf das Produkt in den Korb legen, ja, und man bekommt dann einen Link auf die E-Mail-Adresse und dann ist es in PDF-Format oder, ja, oder in Word da. Lehrerhandbuch kann man auch kostenlos dann in Anführungszeichen kaufen oder wie ihr seht wirklich auch Kurspläne und das kann man, das ist in Word, das kann man sich selbst anpassen. Ja, und jetzt machen wir 30 Minuten Pause, ihr könnt euch erfrischen, euch die Bücher angucken und dann um 3:30 machen wir weiter. Ja, danke.
Können wir dann weitermachen? Gut, danke. Also wie gesagt, den zweiten Block halte ich etwas kürzer, um diese Papiere noch ruhig ausfüllen zu können. Für die Online-Gäste möchte ich darauf hinweisen, dass die Möglichkeit dafür auch für Sie besteht, kostenlose Musterexemplare zu bestellen. Entweder könnt ihr mir kurz eine E-Mail schreiben oder auf der Webseite findet man dafür auch die Möglichkeit. Ja? Und noch einen Satz, bevor wir anfangen mit den Bildern. Meine Aufgabe bei dem Klett Verlag besteht darin, den Kollegen euch in fachlich-methodischen Fragen zur Verfügung zu stehen. Also kontaktiert mich wirklich ganz ruhig in alle Fragen. Ja? Wenn ihr etwas braucht, wenn ihr Buchpräsentationen wollt, neue Informationen einholen wollt, dann schreibt mir einfach oder ruft mich an. Am Ende seht ihr dann meine Erreichbarkeiten, aber auf der Visitenkarte findet ihr sie auch. Ja? Also, nächste Einheit ist das digitale Angebot bei Klett. Ich weiß nicht, aber ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich habt ihr euch auch die Erfahrung gemacht, dass es immer mehr schwer fällt, die Kinder zu motivieren. Ja? Vielleicht bei den Kleinen läuft das noch oder läuft das besser, aber dann mit der Zeit, wie sie heranwachsen, ist das nicht mehr so einfach. Ja? Sie für uns zu gewinnen oder ihre Aufmerksamkeit zu bekommen und ihren Willen, wirklich lernen zu wollen, zu bekommen. Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass digitale Lösungen dabei helfen können, ja, sie zu motivieren. Die Klett Augmented Applikation ganz sicherlich, das habe ich getestet. Ja, und ich habe die Rückmeldung bekommen, dass das wirklich fasziniert. Ihr seht jetzt kleine Filme zu den einzelnen digitalen Lösungen bei Klett. Ja, wir gehen der Reihe nach. Hier am Anfang eine kurze zusammenfassende Tabelle, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Auch digital, wie zum Beispiel Whiteboard-Versionen. Oft sehen sie so aus, aber ihr werdet dafür konkrete Beispiele jetzt miterleben, dass man das Buch und das Übungsbuch an der Tafel zeigen kann, darin blättern kann. Die Videos, die Hörtexte können dann direkt erreicht werden, ja, und man kann ganz schnell wechseln zwischen Übungs- und Kursbuch. Das ist eine tolle Möglichkeit. Die interaktive Tablet-Versionen hier bieten im Vergleich dazu noch etwas mehr. Wie ihr sehen werdet dann bald, da hat man tolle Möglichkeiten. Man kann hineinschreiben, man kann wegradieren, man kann Tonaufnahmen machen. Ja, funktioniert zum Teil als ein Notizbuch, zum Teil als ein Hörgerät. Ja, also ist auch wirklich beliebt. Und hier in der Mitte ist die Klett Augmented Applikation. Ihr bekommt dazu auch einen Präsentationsfilm. Ja? Wo das Prinzip und überhaupt der Prozess, wie man das herunterladen und benutzen kann, gezeigt wird. Ja? Darüber hinaus gibt es noch Einstufungstests, Online-Übungen und Möglichkeiten zur Selbstevaluation auch. Ja? Die Tests sind oft durch Code geschützt. Ja, die Lektionstests, damit die Kinder nicht früher zum Ergebnis kommen, als wir das selber auch möchten. Ja? Aber Online-Übungen
können und sollten auch direkt von ihnen in Anspruch genommen werden. Ja? Bestimmte Strukturen lassen sich da wirklich gut einüben und das ist auch eine Erleichterung für uns. Ja? Und wir sparen dadurch auch Zeit. Ja, zuerst zeige ich euch in einem kurzen Film hier jetzt, wie das Lehrwerk digital aussieht, welche Möglichkeiten das hat. Kurz habe ich das erwähnt, aber hier werdet ihr sehen, eine Pfeile bewegt sich, also eine unsichtbare Hand bewegt die Maus sozusagen und ihr bekommt dann diese Möglichkeiten mit. Ja? Man kann blättern, wie gesagt, ja, und frei die gewünschte Seite oder Aufgabe aussuchen. Fernsehserien und den größten Teil meiner Freizeit verbringe ich mit Tango tanzen. Das ist mein Freund Frank. Und wir unterrichten dreimal die Woche Tango. Zum Lehrwerk da vielleicht alles, ja. Aber das ist nur ein Beispiel. 1. Ja, hallo? Hallo Martin, hier Jo. Hallo, Jo. Ich bin gerade auf dem Fernsehturm. Wahnsinn. Wo bist du? Auf dem Fernsehturm. Ah, cool. Aber teuer, oder? Ja, aber die Aussicht, super. Echt super hier. Das Frühstück, die Leute, die Musik. Komm doch auch. Okay. Wo bist du genau? Im Café Bilderbuch. Ah, okay. Bis gleich. Drei. Ja? Hallo, Lena hier. Was machst du? Ich sitze gerade an der Spree und trinke einen Cocktail. An der Spree? Ja, da ist eine coole Bar. Klingt gut. Ja, komm doch vorbei.
Rhythmus. In Berlin, in Berlin, im Café, an der Spree, in der Strandbar, in der Strandbar. Auf dem Turm, auf dem Boot, im Café, an der Spree, in der Strandbar, in der Strandbar. In Berlin, in der Stadt, im Museum und klar, in der Strandbar, in der Strandbar. Auf dem Kudamm, im Bus und ja klar, in der Strandbar, in der Strandbar, in der Strandbar, na klar. Der Berliner Ampelmann ist in der Ampel. Ist er nur in der Ampel? Er ist auch auf der Straße. Wo ist er noch? Er ist auch an der Tür. Ach, den T-Shirt. Cool. Und wo noch? Echt? Im Ohr? Aha, auf dem Ball. Wo noch? Schlüssel, witzig. Sonst noch irgendwo? Ja klar, im Souvenirshop. Alles klar. Ja, also wie gesagt, das war ein Beispiel zum Lehrwerk Da Fleicht. Und wie ihr gesehen habt, man kann im Buch virtuell blättern, verschiedene Aufgabentypen aussuchen, sie abspielen, sich angucken. Ja, ich habe eine liebe Kollegin, die für ihren Privatunterricht ein geeignetes Buch bei uns gesucht hat, hat sich bei Da Fleicht entschieden und dann hat mir zurückgemeldet, oh toll, meine Schülerin hat es endlich geschafft, das Verb zu konjugieren. Also sie konnte das einfach nicht lernen und durch diese Rhythmusübungen oder kleine Gedichte schaffte sie es doch endlich. Also ja, das ist nur eine private Geschichte. Okay, wir gehen dann weiter und ich möchte euch auch zeigen, welche Möglichkeiten in den interaktiven Tablet-Versionen stecken. Ja? Nicht nur online, sondern auch offline lassen sich hier die Übungen machen. Ja? Wie später dann bei der Applikation Klett Augmented es auch lösbar ist. Ja? Und dann kann man
ausschließen, falls Internet in einem Raum nicht so gut funktioniert, dann habe ich doch die Datei, ja, bei mir. Man kann die Lösungen ein- und ausblenden, ja, darüber hinaus lassen sich hier alle Hördateien, Videos, Filme auch abspielen, ja. Wo es mehr kann als die interaktive Tablet-Version ist, dass man zum Beispiel praktische Werkzeuge nutzen kann. Ja? Ich kann Notizen machen, Textfelder selber einfügen, Wörter hervorheben oder wie ich es erwähnt habe, man kann sich selbst auch aufnehmen und dann wieder hören, wie die eigene Aussprache sich anhört. Daraus lässt sich auch mal was lernen. Ja? Man kann diese Notizen, Dateien auch speichern, löschen. Also man kann damit wirklich vielfältig arbeiten. Radieren kann man damit auch. Wenn ich etwas doch nicht mehr brauche, dann kann ich das auch löschen, einfach. Ja? Ich zeige euch, wie das in der Praxis aussieht, ähnlich wie jetzt. Kurz noch. Zurück, wirklich für einen Gedanken nur, zu den Clips, zu den grammatischen Clips. Ja, wie ihr seht, es wird immer gelb markiert, wo es eine neue Information gibt. Also visuell werden wichtige Sachen hervorgehoben und durch den Prozess, den man selbst miterlebt, bekommt man in Erlebnisform das Wissen. Ja? Jetzt zurück zum Film. Also wie gesagt, das ist die interaktive Tablet-Version und ihre Möglichkeiten. Entdecken Sie Ihr Lehrwerk interaktiv. Damit Sie die interaktive Tablet-Version nutzen können, benötigen Sie die Klett-Sprachen-App. Die kostenlose App gibt es für iOS- und Android-Geräte, aber auch für Ihren Desktop-PC. Installieren Sie die App auf Ihrem Gerät und kaufen Sie dann auf unserer Website den gewünschten Titel. Jetzt kann es losgehen. Öffnen Sie die App und loggen Sie sich ein. Die bereits gekauften Titel stehen automatisch zum Download bereit. Beim Klick auf ein Cover sehen Sie die einzelnen Kapitel des Titels. Hier wurden alle farbigen Kapitel bereits heruntergeladen. Alle grau hinterlegten können Sie je nach Bedarf dazuladen oder entfernen, so oft Sie möchten. Blättern Sie mit der Miniaturansicht ganz einfach durch das Buch. In jedem Kapitel zeigen Ihnen Symbole, welche Funktionen Sie nutzen können. Mit Klick auf das Mediensymbol können Sie die Audio- oder Videodateien direkt abspielen. Track 10. Ja, Herr Ostermann? Hallo, Silke. Und das Beste? Alle hervorgehobenen Übungen können Sie interaktiv bearbeiten. Klicken Sie dazu auf das Symbol mit dem Stift. Geben Sie die Antworten ein. Richtig oder falsch? Lassen Sie Ihre Eingabe automatisch überprüfen und versuchen Sie es noch einmal. Mit Klick auf Lösungen sehen Sie die richtigen Antworten. Wiederholen Sie die Übung so oft Sie wollen. Das ist noch längst nicht alles. Es stehen eine Reihe von praktischen Werkzeugen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre interaktive Tablet-Version bearbeiten können. Wir zeigen Ihnen einige Beispiele. Sie können Texte farbig hinterlegen, unterstreichen oder durchstreichen. Sie können Notizen oder Textboxen einfügen und darin Text eingeben und speichern. Mit dem Freihandstift zeichnen Sie ganz einfach eigene Formen. Außerdem können Sie eigene Audiodaten aufnehmen, abspeichern und wiedergeben. Und mit dem Radierwerkzeug sind alle Markierungen schnell wieder entfernt. Zur Navigation gibt es praktische Tools. Alle Seiten eines Kapitels können Sie in der Übersicht sehen und direkt anklicken. Sie können ein Lesezeichen setzen oder mit der Suchfunktion das Kapitel nach einem Stichwort durchsuchen und direkt an die Stelle springen. Sie sehen Ihre Annotationen und können Markierungen und Lesezeichen anwählen oder löschen. Für zusätzliche Anmerkungen können Sie sogar eine eigene Seite einfügen.
Alle Daten können Sie mit Klick auf die entsprechenden Cloud-Symbole online speichern und auf einem weiteren Gerät laden. Haben Sie Lust auf mehr? Auf www.klett-sprachen.de/lehrwerkinteraktiv finden Sie alle Produkte und Informationen auf einen Klick. Viel Spaß beim Entdecken! Ja, also man spricht darüber, dass es in den Schulen eingeführt wird, dass in der Zukunft irgendwann mal die Kinder mit eigenen Tablets arbeiten können. Vielleicht einmal ist das dann die Zukunft. Ja, es lohnt sich, uns damit bekannt zu machen. Ja, okay. Und jetzt kommt der viel versprochene Film zu der Applikation Klett Augmented. Ja? Ja? Ja, okay, kein Problem. Also diese Applikation ist dafür gedacht, ganz leicht und schnell alle Informationen zu erreichen im Unterricht, ohne Computer, ohne großen Aufwand. Also das ist nur eine Frage meines Geräts, einer Schnur, eines Projektors und ich kann alles dann den Schülern zeigen. Ja? Und das ist wirklich praktisch, modern und vielleicht kann ich die Kinder ein bisschen auch faszinieren, ja? Dass ich das auch kann, ist ganz einfach. Im Prinzip läuft das so, dass die gegebenen Seiten des Buches gescannt werden und die hinterlegten Dateien werden dadurch erreicht. Ja? Die sind einfach da und ich kann sie abspielen. Hördateien, Videos, die Grammatikclips, die ihr gesehen habt, aber Pons Online-Wörterbuch, einsprachiges Wörterbuch ist immer da, damit man nicht hin und her blättern soll. Online-Übungen, auch interaktive Online-Aufgaben, Übungen sind durch die Applikation auch zu erreichen. Ja, also ich kann mich dazu auch entscheiden. Im Unterricht arbeite ich da vorne mit der Applikation, aber zu Hause kann ich die Kinder bitten, diese Applikation für sich selbst auch zu benutzen, zum Beispiel ganz effektiv für die Online-Übungen. Damit bestimmte Strukturen eingeübt werden können dadurch. Ja, aber nur ein Vorschlag. Also man kann das flexibler für sich selbst so gestalten, wie es am meisten praktisch ist. Ja, ich zeige euch den Film und da ihr die Präsentation auch bekommt, ihr könnt das auch später nochmal euch angucken. Vielleicht ist das zu viel auf einmal, zu viele Informationen. Ja, ihr bekommt jetzt Impulse, Anregungen und ihr könnt zu Hause damit noch arbeiten, ja, und euch darin vertiefen. Klett Augmented. Scannen, lernen und entdecken. Lernen Sie Klett Augmented kennen. Die neue Funktion ist ideal für Unterrichtende und Lernende. Mit der kostenlosen App können Sie alle Mediendateien zu Ihrem Lehrwerk direkt auf dem Smartphone oder Tablet abspielen. Jederzeit und überall. Ob im Kursraum, zu Hause oder unterwegs. Dazu benötigen Sie nur Ihr Lehrbuch, ein Smartphone oder Tablet und die neue Klett Augmented App. Und so einfach geht's. Installieren Sie die Klett Augmented App auf Ihrem Gerät und öffnen Sie die App. Starten Sie jetzt die Bilderkennung und wählen Sie Ihr Buch aus. Die Daten zu Ihrem Titel werden automatisch geladen. Zum Laden der Daten ist eine Internetverbindung notwendig. Am einfachsten geht es mit einer WLAN-Verbindung. Halten Sie Ihr Gerät über eine Seite im Buch, auf der Mediendateien vermerkt sind. Die App scannt nun die Seite und sofort erscheinen die passenden Mediendateien abspielbereit auf Ihrem Bildschirm. Mit einem Fingertipp starten Sie Hördateien. Und was ist das? Ein Herz. Ein Herz? Das ist kein Herz. Und Videos. Was ist das? Nein.
Auch Links lassen sich direkt öffnen. Sie können sogar mehrere Buchseiten nacheinander scannen. Mit dem Scrollbalken rechts unten wechseln Sie ganz einfach zwischen den Mediendateien. Wollen Sie die Dateien offline nutzen? Kein Problem. Mit einem Tipp auf den Download-Pfeil speichern Sie die gewünschten Inhalte auf Ihr Gerät. Dann können Sie diese in der Rubrik Meine Inhalte offline nutzen, verwalten und wieder löschen. Das ist praktisch, wenn zum Beispiel im Kursraum kein Internetzugang verfügbar ist. Wenn Sie viele Dateien gespeichert haben, suchen Sie einfach nach einem Stichwort oder markieren Sie Ihre Favoriten. Entdecken Sie Klett Augmented jetzt zu vielen Lehrwerken. Alle Informationen finden Sie unter www.klett-sprachen.de/augmented. Ja, ist wirklich toll. Online-Übungen, ja, ich möchte es euch auch zeigen, wie die aussehen. Die laufen entweder online, auf dem Computer zum Beispiel, aber sie sind auch über die Applikation erreichbar. Man kann sich je nach Bedarf und Vorlieben entscheiden, wie man den Unterricht gestaltet. Ja, es hängt auch von mir ab, was mir komfortabel ist. Ja? Aber für jede Wünsche möchten wir eine Lösung geben. Die interaktiven Übungen werden auch korrigiert, wie gesagt. Ja, man bekommt eine Rückmeldung. Der Berliner Ampelmann ist in der... Das ist auf der Museumsinsel. Da gehen Sie von hier, vom Pariser Platz, geradeaus bis zur Neuen Wache. Dann gehen Sie links bis zum Historischen Museum und danach rechts. Okay. Also wie gezeigt, man kann üben, man kann hier auch mal sich selbst checken, man kann auch spielen und alle Fertigkeiten. Ja? Ja, Tests. Die sind durch Code geschützt und die Nummer findet man meist im Lehrerhandbuch. Am 9.11.1989, da hatte meine Freundin Geburtstag und wir saßen mit mehreren Leuten in ihrer Wohnung und haben gefeiert.
die Typen werden gezeigt, welche Aufgabentypen es gibt, ja. Man kann das dann abschließen, schicken, ja. Ja, und hier nochmal, man kann im Falle des Buches da vielleicht alles kostenlos erreichen, alle gezeigten Möglichkeiten, ja. Ihr könnt wirklich umsonst dazu kommen auf der Webseite. Ja, nächste Einheit ist Fachsprache. Es gibt bei uns wirklich viele Ausgaben von Büchern dazu. Ich will heute euch ein Lehrwerk zeigen, das einzigartig auf dem Markt ist, und zwar in dem Sinne, dass es von der Stufe A1 anfängt. Ja? Also es setzt keine Vorkenntnisse voraus, wie es im Falle der meisten fachsprachlichen Lehrwerken der Fall ist, sondern von Anfang an, ohne Vorwissen, führt es uns durch die meistgebrauchten Informationen. Und man kann bis zur Stufe B2 mit Hilfe des Buches kommen. Auch hier liegt das Buch ernsten Forschungen zugrunde. Viele, viele Firmen in Deutschland wurden gefragt, wie sie die ausländischen Arbeiter, ihre Kenntnisse, ihre Fähigkeiten beurteilen. Und das Ergebnis hat gezeigt, dass die Arbeitgeber am meisten schreiben und sprechen brauchen würden. Diese Fertigkeiten sollten im Prinzip am meisten stark sein, aber oft zeigen sich gerade auf diesen Gebieten Mängel. Ja? Und man hat dann dieses Lehrwerk so konzipiert, dass es gezielt eben Sprechen und Schreiben betont übt. Ja, diese zwei. Natürlich auch die anderen Fertigkeiten werden gefördert, aber man wollte die Menge auch mal beseitigen, ja, und den Anforderungen des Marktes entsprechen. Okay, wie ich gesagt habe, die Aufgaben zeigen zum Beispiel handlungsorientierte Vermittlung durch Rollenspiele und Szenarien bei der Kommunikation. Ja, ganz tolle Rollenspiele gibt es. Ich werde euch sofort ein konkretes Beispiel zeigen, wie das aussieht. Grammatik wird dem Zweck entsprechend situativ vermittelt. Das heißt, es gibt noch mehr Übungen, nicht so viel Theorie, sondern Übungen, Übungen, Übungen. Und am Ende, im Anhang, findet man tolle Zusammenfassungen. Ja? Ab B1 gibt es auch Intensivtrainer, gezielt für Sprachprüfungen auch. Hier gibt es, ähnlich wie bei dem Lehrwerk Aspekte Junior, auch authentische Firmen zu real existierenden Firmen. Ja, also das war auch eine harte Arbeit, zu finden, die einfach ihren Namen gegeben haben, in einem Lehrwerk als Beispiel dazustehen. Ja? Einige Beispiele, wirklich ganz kurz. Ein Rollenspiel, Situation und ein Haufen von ähnlichen Aufgaben findet man im Lehrwerk. Ja, zwei Situationen und dann tauschen die Teilnehmer die Rollen A und B. Ja? Kommunikation, Smalltalk, ja? Mit Bildern, damit man da auch Freude hat. Und Firmenporträt wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Ja? Und dazu Aufgaben später. Ja, eine kurze Beschreibung findet man hier und dazu dann richtig-falsche Aufgaben, aber auch Hörtexte und auch Filme. Also hier auch von vielen Seiten hier
werden Aufgaben eingeübt. Kurz, also ich beeile mich jetzt wirklich, euch kurz aufzuzeigen noch, welche Möglichkeiten es noch im Portfolio gibt. Natürlich wird darauf auch ein großes Wert gelegt, dass es vielseitige und wirklich niveauvolle Bücher zur Vorbereitung auf Sprachprüfungen gibt. Ja, und für viele Sprachprüfungstypen. Die Reihe Miterfolg zum gibt es in Bezug auf die Sprachprüfungen bei Goethe, bei TELTS und zu jedem Sprachniveaustufen. Ja? Kurze Beschreibung findet ihr hier, das könnt ihr auch euch zu Hause angucken. Ganz kurz nur, so viel, dass es Unterschiede gibt zwischen Übungs- und Testbüchern. Ja, aber es gibt auch Ausgaben, wo Testen und Üben parallel oder aufeinander abgestimmt laufen im Buch. Es werden dort Strategien gezeigt, Tipps und wirklich Übungen von Schritt zu Schritt gezeigt, präsentiert, wo man lernen kann, wie man sich auf einen konkreten Aufgabentyp am meisten ideal vorbereiten kann. Ja, also das ist immer eine schwere Frage, wie kann ich meine Schüler am meisten optimal unter Zeitdruck oft ja, auf eine Sprachprüfung vorbereiten. Das lohnt sich nicht, dass ich nur messe und teste. Es soll dazu auch Ihnen viel mitgebracht werden, beigebracht werden, geübt werden, damit erst Testen sinnvoll ist und Sinn hat. Ja, wo die Kinder ja, reif sind, gemessen zu werden. Ja? Wo ihr Wissen wirklich getestet werden kann, das ist immer so eine heikle Frage. Deswegen gibt es auch mehrere Möglichkeiten, Übungsbücher, Testbücher und wo sie beide mit drin sind. Eine andere Reihe ist die Reihe So geht's. Hier zum DSD und hier auch von der Stufe A2 bis zur Oberstufe findet man Bücher. Ja, Übungsbuch ist ein Trainingsbuch immer. Ja, trainiert Wortschatz und hat auch die Aufgabe, die Aufgabentypen aufzuzeigen, ja, damit man da Komfort hat in der Situation, wo man auf der Prüfung ist und die Tests schreibt. Es ist überhaupt nicht egal, ob ich die Aufgabentypen kenne oder nicht. Ja, also da ist man schon vorentlastet. Schrittweise gehen diese Übungsbücher wirklich voran, das ist ein großer Vorteil. Natürlich enthalten sie viele Tipps, Vorschläge, Ratschläge. Ja? Testbuch, das ist zum Messen. Ja? Komplette, wie es auch in der Realität aussieht. Ja, und hier werden natürlich auch Informationen und einfach Fakten zur Bewertung gegeben, damit man weiß, wie das wirklich aussieht. Ab, was weiß ich, ab 61% ist es gelungen, darunter nicht. Und was ich dazu leisten soll, um eine Prüfung gut zu bestehen. Lehrerhandbuch gibt es zu allen Bücher natürlich, mit Kopiervorlagen, mit CDs, mit Lösungen und auch DVDs dazu. Ein Buch wollte ich hier euch hervorheben, damit ihr seht, dass es zum Hören noch nur zu dieser Fertigkeit ein Übungsbuch gibt. Meistens ist es eben die Kompetenz, die am meisten
am meisten schwierig ist für die Kinder. Ja? Ja, meistens. Natürlich nicht immer, aber ja. Okay, und zum Schluss einige Möglichkeiten zur Fertigkeitsförderung. Wirklich nur schnell. Grammatik interaktiv, diese Möglichkeit, das sind 30 Tafelbilder zum Üben und Erklären, gibt es in Bezug auf den Wortschatz auch. Ja? Beispiele. Meistens werden diese Möglichkeiten bei den Grundschulen benutzt und sind beliebt, ja, aber oft von der Sprachstufe her. Ein Bild sieht zum Beispiel so aus und dann können die Kinder einüben, zum Beispiel, wie sie Akkusativ und den Artikel dann aufeinander abstimmen können mit dem Wortschatz verpacken. Ja? Ein weiteres Bild zum Einüben des Pronomens im Satz. Ja? Okay. Wechselspiel als Buch ist ganz beliebt. Das sind Arbeitsblätter für die Partnerarbeit mit wirklich tollen Aufgaben zur Kommunikation. Geben wirklich ganz viele Hilfen zu Sprachanlässen, ja, und dass man es wagt, auch mal zu kommunizieren. Ja, Spielen Deutsch lernen, da sind auch interaktive Arbeitsblätter, aber zu jeden Sprachstufen auch. Die kann man kopieren, ausschneiden, wirklich ganz vielfältig im Unterricht benutzen. Ich wollte euch noch ein paar Brettspiele zeigen. Anscheinend sind sie für Kinder konzipiert, aber in der Realität spielen die Erwachsenen damit absolut ganz gerne. Ja? In einem Teil des Unterrichts kann die Monotonität dann aufgelockert werden und man hat wirklich Spaß damit. Ja? Ganz kurz die Möglichkeiten. Bau den Satz. Ich zeige euch immer zuerst mal die Vorderseite, dann die Hinterseite und dann kurz, was man damit alles machen kann. Ja? Oft findet man die Sprachstufe am Anfang in einem kleinen Kreis, aber die Aufgaben können natürlich auch vielfältig auch benutzt werden und auch in anderen Sprachniveaustufen können sie gut verwendet werden. Wie geht's? Das ist ein Kartenspiel, Vorderseite, Hinterseite. Ganz gezielt Wortschatz, menschlicher Körper, Gesundheit, aber natürlich Grammatik ist da immer mit dabei. Ja, die dritte Möglichkeit, das ist Landeskunde. So sieht eine Karte aus mit vielen, vielen Informationen und man soll darauf kommen, was dahinter steckt. Ja? Koffer packen hier auch. Ja? Okay, das genießen die Kinder auch ganz, ganz gerne. Aber ich habe schon Kollegen im Vorstellungsraum gesehen, die wirklich ganz frei damit gespielt haben. Ja, zum Umwelt, zum Thema Umwelt, ja. Mülltrennung, Recycling, erneuerbare Energien, wie ihr das seht, ist auch populär. Kletterfragen. Da gibt es einen Satz und man soll sofort auch mal eine Frage dazu formulieren. Ja, natürlich, wie ihr das auch hier draußen am Pult gesehen habt, haben wir ganz, ganz viele Lektüren zu verschiedenen Sprachniveaustufen auch. Ja, eine Möglichkeit hier. Es gibt eine Geschichte aus drei Perspektiven und diese Perspektiven entsprechen je anderen Sprachniveaustufen. Ja?
A1, A2, B1. Die sind meine, ich muss das euch eingestehen, das sind zum Teil auch meine Lieblingsbücher. Da man hier Grammatik, ich komme mal zurück, Entschuldigung, Grammatik und Kommunizieren miteinander ganz toll verbinden kann. Man geht aus irgendeinem grammatischen Teil aus und am Ende kommt man dabei oder da an, dass man darüber auch in Projektarbeit oder in einer Situation Gespräche führen kann. Ja, eine geschickte Paarung von Fertigkeiten. Ja, wir haben auch Lösungen für das Abitur, auch mit einer Applikation. Ist ähnlich wie CLET Augmented und hat das, ja, das gleiche Schema, ähnlich, nur der Name ist anders, Rabe CLET. Ja? Und da sind die Bücher, die zur auf die Abitur vorbereiten, da nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch, Geschichte, Ungarisch, Literatur. Ja, und ich möchte mich mit einem Film wieder verabschieden. Ja, ich habe mit einem kurzen Film angefangen und als Abschluss bekommt ihr noch in der Hoffnung von mir einen Film, dass wir die Kinder sprachlich so gut vorbereiten können, dass sie zum Beispiel ähnliche Gespräche verstehen können, ja, wo es wirklich schon auf die Feinheiten ankommt, wo es auf die Feinheiten ankommt. Bertha, ja? Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? So viele Eier sind gar nicht gebunt. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht, ich bin kein Huhn. Ach, und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind wir da primitiv? Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Ja, also vielen Dank, dass ihr da wart. Und wie versprochen, ihr bekommt von uns die Präsentation noch. Ja? Und bitte dann bleibt noch und wir erledigen die Administration. Okay?